Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Rigips- und Gipskartonplatten richtig schneiden und vor allem auch abschrägen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal zeichne ich mir mein gewünschtes Maß hier außen an. Ich nehme immer einen Meterstab her. Dann kann ich mit einem gespitzten Bleistift das Ganze einfach mal markieren. Und wenn du übrigens keinen Bleistift verwenden möchtest, dann kannst du natürlich auch ein Cuttermesser nehmen und hier einfach mal so einen kleinen geraden Schnitt reinmachen. Danach nehme ich mir meinen Winkel bzw. auch eine Wasserwaage zur Hand. Diese halte ich jetzt schön hin, dass meine zwei Striche auch schön verbunden sind. Dann gebe ich hier etwas Druck drauf und muss mit dem Cuttermesser hier einfach mal einen sauberen Schnitt ziehen. Wichtig dabei ist, dass wir eigentlich nur die oberste Kartonschicht durchtrennen müssen, denn dadurch verliert die Platte an dieser Stelle jetzt auch schon an Stabilität. Als nächstes kann ich meine Gipskartonplatte hier am Schnitt nämlich mit etwas Kraft nach unten einfach abbrechen, so dass der Gips auch schon gebrochen wird und diese nur noch an der unteren Kartonplatte dort hängt. Anschließend müssen wir unseren Karton von der Rückseite noch durchschneiden. Hierfür am besten einmal dieses hängende Stück noch um etwa 90 Grad knicken und dann einfach mal mit dem Cuttermesser hier unten ansetzen und dann kann ich das Ganze nämlich auch schon als Führung hernehmen. Natürlich könnte ich jetzt auch meine Platte irgendwie noch aufstellen, dann geht es natürlich auch noch mal etwas leichter. Und somit haben wir dann auch schon nämlich unsere Platte hier einmal durchgeschnitten. Wenn ich übrigens weiß, dass ich hier anschließend sowieso eine zweite Gipskartonplatte ranmachen möchte und das Ganze jetzt abschrägen muss, um einfach einen sauberen Übergang zu erhalten, dann empfehle ich auf jeden Fall so einen Kantenhobel hier. Mit diesem kann ich jetzt nämlich einfach einmal hier an hinten schön ansetzen und dann das Ganze am besten von mir nach vorne wegziehen. Und somit haben wir dann hier nämlich auch schon einen schönen Übergang. Das Ganze kann ich natürlich aber auch mit einem Cuttermesser schön sauber hier einmal machen. Falls du übrigens so eine Ecke hier ausschneiden möchtest, dann wirst du mit dem Cuttermesser hier alleine leider nicht weiterkommen, da sich das Ganze natürlich nicht einfach abbrechen lässt. Hier brauchst du dann nämlich eine Stichsäge und mit dieser kannst du jetzt einfach mal von einer Seite hier sauber hineinsägen. Und wenn wir das haben, dann wieder das Cuttermesser zur Hand nehmen. Man kann natürlich auch wieder eine Führung hernehmen und die oberste Kartonschicht durchschneiden. Und wenn ich das habe, dann kann ich nämlich hier das Stück auch wieder einfach abbrechen, noch die Rückseite hier schneiden und somit haben wir dann auch schon diese Ecke nämlich rausgebrochen. Bei so einem Rechteck hier benötigen wir ebenfalls wie unsere Stichsäge. Entweder ich bohre hier in der Ecke erst einmal etwas vor, dann komme ich mit der Stichsäge direkt rein, oder ich kann aber diese Spitze hier vorne nehmen, die wo normalerweise immer noch relativ spitz sein sollte, und steche hier nämlich einfach mal durch meine Rigipsplatte mit etwas Druck durch und dann lässt sich das Ganze auch wieder schön sägen. Die Ränder lassen sich danach am besten mit dem Cuttermesser schön abschrägen und wenn wir das einmal gemacht haben, dann haben wir als dritten Punkt noch hier hinten ein kleines Loch, was ich machen möchte. Hier wirst du um eine Lochfräse bzw. um einen Lochbohrer nicht herumkommen, denn mit diesem kannst du ganz einfach hier noch ein Loch reinmachen. Und somit haben wir jetzt unsere Rigipsplatte bzw. Gipskartonplatte auch schon richtig geschnitten. Wenn du dir jetzt eins von diesen Utensilien hinzulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäft hierfür fahren. Wenn du also eins von den Produkten benötigst, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu diesen. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.